Hallo meine Lieben, ich sage ganz herzlich willkommen zu einem neuen Wochenendvideo. Heute sprechen wir über ein Thema, das viele Trader interessiert. Das ist das Thema Fremdkapital. Stell dir einfach mal vor, du könntest ab sofort mit großen Summen handeln, ohne dass dir das Geld tatsächlich gehört. Klingt ziemlich cool, oder? Das habe ich damals auch gedacht, aber ehrlich gesagt dachte ich, das ist doch hier eine riesengroße Verarschung. Und wenn ihr jetzt mal ehrlich seid, denkt ihr das wahrscheinlich auch. Dass dem aber nicht so ist, das erfahrt ihr im heutigen Video. Denn ich trade seit mehr als 7 Jahren mit Fremdkapital. Und was da dahinter steckt, worauf ihr achten müsst und vor allen Dingen, warum professionelle Trader das machen und welche Vorteile das für euch birgt, das erfahrt ihr im heutigen Video. Die meisten Trader, das ist ja nun mal Fakt, die haben nicht genügend Kapital. Aber sie versuchen trotzdem, mit dem bisschen Geld, was sie haben, ihr eigenes kleines Konto hochzutraden. Ihr könnt euch jetzt wahrscheinlich vorstellen, das Ganze ist utopisch und führt in 90% der Fälle zum Scheitern. Auch ich habe damals 2012 versucht, mein kleines Trading-Konto in den Olymp zu traden. Aber der Versuch, der hat mich nicht nur eine Menge Zeit gekostet, sondern auch eine Menge Lehrgeld. Das Ganze ist ziemlich einfach, denn die Wahrheit ist, die erfolgreichsten Trader in der Welt, die traden mit Fremdkapital. Bei Hedgefonds, Versicherungen oder auch bei großen Institutionen, das ist einfach üblich, dass man nicht mit seinem eigenen Kapital arbeitet. Du hast da nicht den Druck, dass du extrem hohe Renditen erzielen musst, wie mit einem kleinen Trading-Konto. Eine ganz einfache Rechnung. Stell dir jetzt mal vor, du hast ein 10.000 Dollar Trading-Konto, ja, du machst 10% Rendite, dann sind das 1.000 Dollar. Jetzt überleg mal, wenn du davon deinen Lebensunterhalt gestalten musst, dann wird das nicht ausreichen. Du musst mehr Trade machen, mehr Risiken eingehen. Und das führt dann oft dazu, dass dieses Konto halt ja ziemlich schnell, nennen wir es jetzt einfach mal, beim Punkt geschrottet wird. Wenn du jetzt im Gegensatz aber 100.000 hast, du machst 10% Rendite, ja, dann hast du schon 10.000. Und das ist der riesengroße Vorteil von Fremdkapital. Vereinfacht kann man also sagen, dass die Nutzung von Fremdkapital hier die ideale Lösung ist. Denn durch den Zugang zu größeren Kapitalmengen, da könnt ihr einfach mit wesentlich weniger Risiko viel, viel mehr erreichen. Denn als Beispiel, jeder kennt es, der sich ein bisschen mit dem Trading beschäftigt, es gibt diese 1%-Regel, dass man immer 1% pro Trade von seinem Gesamtkapital riskiert. Ich kann euch sagen, bei meinem 2-Millionen-Dollar-Konto, ich riskiere viel, viel weniger als 1% pro Trade. Und das hat den Vorteil, dass ich insgesamt ein deutlich geringeres Risiko eingehe, als wenn ihr das jetzt mit eurem Konto macht und beispielsweise ein 10.000er Konto habt und 1% riskiert, was ja dann 100 Dollar sind. Und das führt einfach dazu, dass viele Trader halt ihr eigenes Trading-Konto relativ schnell auf Null setzen. Ein weiterer Riesenvorteil, den man eigentlich aus meiner Sicht nicht deutlich genug hervorheben kann, ist, dass man, wenn man mit Fremdkapital handelt, aus meiner Sicht emotional deutlich stabiler agiert. Denn wir wissen alle, Emotionen, die können sich auf dein Trading extrem negativ auswirken. Und es ist ja wahrscheinlich so, dass wenn man mit dem Kapital von anderen tradet, man viel, viel vorsichtiger ist, weil man das Geld ja auch nicht verlieren will. Und das war zumindest, kann ich das aus meiner Warte sagen, bei mir auf jeden Fall der Fall. Ich war ab dem Moment deutlich disziplinierter, habe mich viel, viel besser an meine Regeln gehalten, weil ich wollte ja das Geld, was ich bekommen habe, ja nicht verlieren. Ist ja ganz logisch. Zeitgleich wusste ich aber, selbst wenn es in die Hose gehen sollte, es ist ja irgendwie dann doch nicht meine eigene Kohle. So Leute, und jetzt kommen wir mal zu der allerwichtigsten Frage überhaupt. Worauf sollt ihr bei der Auswahl eines Fremdkapitalanbieters überhaupt achten? Und ich sage es euch gleich, es gibt einige unseriöse Anbieter. Ja, viele erheben Regeln, die selbst für mich, der profitabel ist, und das habe ich euch ja in vielen YouTube-Videos schon gezeigt, selbst für mich ist es extrem schwierig, unter diesen Regeln diese Engziele zu erreichen. Und damit ihr das besser mal verstehen könnt, welche Regeln es da so gibt, möchte ich euch eine mal genauer vorstellen. Das ist der sogenannte Trailing Drawdown. Ja, der ist genauso schwer zu verstehen, wie auszusprechen ist. Und damit ihr das besser verstehen könnt, nehme ich euch jetzt mal mit an meinen Rechner und dann schauen wir uns mal genau an, was sich dahinter verbirgt. So, dann sage ich mal herzlich willkommen hier an meinem Rechner und hier habe ich mal einen Screenshot gemacht von einer dieser Anbieter und wir werden uns jetzt hier mal ein Konto aussuchen. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt mal das 150k-Konto und dann sehen wir hier die Bedingungen für dieses Konto. Ja? Also wir können in dem Konto 17 Kontrakte handeln, ja, das ist hier ein Future oder 170 Mikros. Und unser Ziel, was wir haben, damit wir dann dementsprechend unser Live-Konto bekommen, mit dem wir Geld verdienen können, sind hier 9.000 Dollar. Und wir haben hier einen sogenannten Trading Threshold, ja, so heißt das hier, von 5.000 US-Dollar. Ja. Also ihr seht, die Firmen, die haben sowas in der Regel meistens drin. Ja. Hier ist nun ein anderer Name, aber im Prinzip funktioniert das genauso, wie ich es eben schon kurz angerissen hatte und wie ich es euch jetzt gleich noch genauer erklären werde. Um das besser zu verstehen, wie das System hier funktioniert, ja, wechseln wir jetzt einmal
auf ein weißes Papier und dann gehen wir hier mal verschiedene Trading-Szenarien durch. So, wir haben ja gerade gesehen, wir haben uns jetzt hier in unserem Beispiel für ein 150.000 Dollar Trading-Konto entschieden. Also das haben wir gewählt. Unser Ziel, was wir mit dem Konto erreichen müssen, sind 9.000 an Profit. Ja, also das ist der Profit, den wir erreichen müssen. Dann bekommen wir dementsprechend unser Konto, mit dem wir Geld verdienen können. Um dieses Konto zu erreichen, dürfen wir aber auf dem Weg dahin unseren Threshold nicht reißen. Ja, den kürze ich jetzt mal ab mit TH für Trading Threshold, ja, so wie er hier bei dem Anbieter heißt, und der beträgt 5.000. Und ja, jetzt gucken wir uns mal verschiedene Trading-Beispiele an, um dieses System besser zu verstehen. Das bedeutet, im ersten Schritt ist unser Trading Threshold bei 145.000. Ja? Also 150 minus 5 sind 145.000. So, wir machen unseren ersten Trade. Hier ist unser Einstieg. Und wir sagen jetzt einfach mal, der Trade, ja, der lief so schlecht, ja, der lief direkt gegen uns, ohne jemals in den Gewinn gelaufen zu sein. Wir haben jetzt hier in diesem Trade 1.000 Dollar riskiert. In dem Fall bedeutet das, unser neuer Kontostand sind nicht mehr 150.000, sondern der neue Kontostand beträgt jetzt 149.000. Das ist ja ganz normal. Ja? Das heißt, wir haben einen Trade verloren, 1.000 Dollar sind weg. Wir haben aus unseren 150.000 nur 49 gemacht. Der Trading Threshold steht bei 145. Das heißt aber auch, ja, dass unser Platz, ja, unser Abstand zum Threshold jetzt 1.000 weniger geworden sind. Ja? Das heißt ja nichts anderes, wie dass wir jetzt hier statt 5.000 nur noch 4.000 haben. Aber das kann jeder nachvollziehen. So funktioniert Traden. Ja, das ist ganz normal. Jetzt wird es aber deutlich spannender. Das war Trade Nummer 1. Jetzt nächstes Szenario. Jetzt gehen wir Trade Nummer 2 ein. Auch hier steigen wir wieder in den Trade ein. Auch hier riskieren wir wieder 1.000 Dollar. Und der Trade, der macht jetzt Folgendes. Der läuft jetzt im Vergleich zum ersten Beispiel, ja, läuft der jetzt hier an. Der läuft jetzt für uns 1.000 in den Gewinn. Die Erwartung, die wir jetzt aber haben an den Trade, ist, dass er, ja, sagen wir mal hier, nach hier oben läuft. Das ist unser Ziel. Deswegen machen wir jetzt gar nichts an unserem Trade und setzen stattdessen unseren Stop-Loss, ja, den setzen wir auf Break-Even. Der Markt macht jetzt Folgendes, er kommt zurück und stoppt uns aus. Wir denken, ihr denkt, okay, nichts passiert, Break-Even-Trade. Da kann ich nur sagen, Pustekuchen. Denn dadurch, dass wir hier 1.000 Dollar vorne waren, ist unser Threshold von 145 in dem Moment auf 146 gewandert. Bedeutet also, unser Kontostand ist immer noch 149, der Threshold ist jetzt aber schon bei 146. Das heißt, die Differenz, bis unser Spiel zu Ende ist, ja, bis wir geschnappt werden, das erinnert mich so ein bisschen an diese Sendung, die auf ARD läuft, sind jetzt nur noch 3.000. Und so geht das Spiel weiter. Ja. Das heißt, jetzt haben wir schon nicht mehr ein 2:1, das wir erreichen müssen, jetzt haben wir schon hier ein 3:1, das wir erreichen müssen. Das bedeutet also, in dem Moment, wo ich die Gewinne nicht einkassiere und mitnehme und dann der Trade beispielsweise wie hier Break-Even beendet wird, dann verliere ich auch. Und das ist das Perfide an diesem System. Ja? Das heißt, ich muss immer die Gewinne schnellstmöglich mitnehmen, weil ich es mir einfach nicht leisten kann, dass der Markt gegen mich läuft, wenn ich einmal vorne bin. Und das hat natürlich zur Folge, dass ich auch niemals große Bewegungen mitnehmen werde, denn wenn ihr große Bewegungen mitnehmen wollt, ja, dann wird es ja immer diese Korrekturen geben. Ja? Und ihr wisst im Vorfeld ja nicht, wie weit ist jetzt diese Korrektur. Wenn ich herkömmlich trade, ja, sobald ich mein Risiko raus habe und ich an einer guten Location positioniert war, dann lasse ich den Trade
in den meisten Fällen laufen, ja, weil ich dann weiß, okay, Location ist top. Mein Ziel ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass es erreicht wird, selbst wenn der Markt des Öfteren gegen mich läuft, auf dem Weg dahin, das gehört einfach dazu, das ignoriere ich, auf gut Deutsch gesagt, das kann ich mir nicht leisten, ja, weil jedes Mal, wenn ich neue Gewinne gemacht habe und der Markt zurückkommt, dann ist das umgangssprachlich nichts anderes wie Verlust, ein Verlust, wenn ich den Gewinn nicht mitgenommen habe. Und jetzt können wir das Spiel ja weitermachen, ja, das heißt, jetzt könnt ihr euch selbst mal überlegen, wie schnell, ja, diese 5K aufgebraucht sind, wenn ich das System jetzt einmal verstanden habe und weiß, okay, ich kann es mir einfach nicht erlauben, dass der Markt hier gegen mich läuft. Das hat aber auch zur Folge, dass ich niemals große Bewegung mitnehmen werde. Das hat zur Folge, dass ich immer wieder viele Trades machen werde. Das hat zur Folge, dass ich wahrscheinlich auch viele, viele Gebühren zahlen werde, die ja noch oben drauf kommen. Und so könnt ihr einfach mal sehen, wie schnell es wahrscheinlich passieren wird, dass dieser Threshold greift und ihr dementsprechend ja eure Challenge beenden müsst und niemals in den Genuss kommt, ja, dieses Konto zu bekommen, mit dem ihr dann dementsprechend Geld verdienen könnt. Und jetzt könnte es natürlich sein, dass ihr sagt, ja gut, dann gehe ich eine andere Taktik. Ich riskiere jetzt einfach mal 5K und hoffe das Beste. Das kann unter Umständen erfolgreich sein. Die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht erfolgreich ist, ist aber auch extrem hoch. Denn was ihr bedenken müsst, was passieren kann, ist Folgendes. Wenn ihr jetzt sagt, okay, ich konzipiere jetzt folgenden Trade. Ich gehe jetzt hier rein, das ist mein Einstiegspreis. Hier ist mein Stop-Loss, ja, mein SL. Und in diesem Trade riskiere ich jetzt einfach mal direkt 5K. Und mein Gewinnziel hier oben von 9K bedeutet Ziel erreicht. Dann müsst ihr bedenken, dass wenn ihr so viel riskiert, und die Aktie nicht, oder der Future, den ihr handelt, viel, viel mehr in dem Fall, nicht direkt, ziemlich straight, ohne große Korrekturen zu eurem Ziel läuft, ihr das Ziel vielleicht trotzdem nicht erreicht. Weil wenn der Markt, was ja sehr, sehr wahrscheinlich ist, so zum Ziel läuft und immer wieder größere Rücksetzer macht, bis er dann letztendlich die 9K erreicht, dann ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass ihr innerhalb dieses Trades schon liquidiert werdet. Weil ihr müsst bedenken, wenn ihr jetzt hier beispielsweise 3.000 vorne seid, zieht der Trading Threshold nach. Wenn ihr hier wieder Gewinne macht, zieht er immer weiter nach. Und es könnte jetzt zum Beispiel sein, dass euch dieser Rücksetzer hier aus dem Trade holt. Das heißt, ihr könntet auch Gefahr laufen, innerhalb des Trades schon liquidiert zu werden, weil die Rücksetzer einfach zu groß sind. Obwohl dann zwangsläufig vielleicht irgendwann euer Ziel erreicht worden wäre. Also auch das kann auf jeden Fall passieren. Und dafür sorgt auch dieser Threshold. Ja, das ist schon echt eine Saunummer auf gut Deutsch gesagt. Aber nur wenn man extrem gut tradet, ja, wollte ich damit sagen, habt ihr die Chance, ja, so das Ziel überhaupt zu erreichen. Ansonsten wird es wahrscheinlich damit enden, dass ihr die nächste Challenge starten müsst. So Leute, dann sage ich mal herzlich willkommen zurück. Ja, ihr habt gesehen, was sich hinter dieser Regel verbirgt, es geht aber noch weiter. Ihr habt ja gesehen, im ersten Step muss ich mich beweisen, dass ich traden kann. Und das Perfide daran ist, dass in dieser Beweisphase die Regeln viel, viel einfacher sind, als später dann, wenn ihr es schaffen solltet, im eigentlichen Live-Konto, mit dem ihr Geld verdienen könnt. Denn dann gelten nochmal besonders schwere Regeln. Das heißt, mit diesen Regeln wird dann versucht, letztendlich wirklich dafür zu sorgen, dass ihr niemals eine Auszahlung bekommt. Und wenn, ja, dann gehört schon einiges an Trading-Know-how dazu. So Leute, fassen wir jetzt nochmal zusammen. Wir haben uns die Pros angeguckt, was gibt es für Vorteile mit Fremdkapital. Wir haben uns aber auch angesehen, auf welche Fallstricke sollte man achten. Ich bin der beste Beweis. Ich habe damals vor 7 Jahren mit dem Fremdkapital hier bei Heldenthal gestartet, habe mein Trading-Account auf 2 Millionen hochskaliert und ich kann euch sagen, das hätte ich nicht geschafft, würde es bei Heldenthal solche versteckten Regeln und Fallstricke geben. Die gibt es nämlich nicht, weil sonst bin ich ganz ehrlich, hätte ich es nicht geschafft. Und wenn ihr auch traden wollt wie die Profis, dann klickt jetzt einfach auf den Button unter diesem Video, vereinbart euer Gespräch mit einem unserer Trader Scouts und bei Bedarf wird der euch nochmal genauer erklären, wie das Ganze mit dem Fremdkapital funktioniert.